Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Nanu, sind die wirklich neu? Ja, Crunch Chips Rusticus habe ich erst gedacht, aber die heißen Crunch Chips Rustics. Just salted, ganz simple Chips, einfach nur Kartoffel, Sonnenblumenöl und Salz aus dem Hause Lorenz, jetzt von Crunch Chips. Und ich dachte so, Mensch, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor, dieses ganz pure, nur gesalzt, nur Kartoffeln und ein bisschen Öl. Und tatsächlich, ihr kennt wahrscheinlich die Rohscheiben von Lorenz. Die gibt's auch noch. Die Rohscheiben, oh, die finde ich ja so geil. Die sind ja etwas dicker, diese Chips, und haben auch nur Salz und sind sehr rein. Und ich finde die richtig geil. Wenn ihr irgendwo diese Rohscheiben seht in diesen braunen Tüten, die gibt's auch mit Rosmarin. Richtig geile, reine, pure Chips mit einem bisschen festerem Biss. Deswegen bin ich gespannt, ob diese Crunch Chips Rustics auch so in Richtung Rohscheiben gehen. Oder ob sie etwas dünner sind, ja, weil Crunch Chips sind ja ganz normale Kartoffelchips, etwas dünner in tollen Geschmacksrichtungen, wie zum Beispiel, oh mein Gott, diese Hawaii-Poke-Geschmacksrichtung war ja richtig geil dieses Jahr. Eine richtig geile Chips-Innovation verlinke ich euch hier nochmal am Ende des Videos. Bei Rustics fällt auf, erstmal, seht ihr auch, meine Güte, die Tüte ist aber etwas kleiner. Es sind tatsächlich 110 Gramm hier drin. Kosten 1,39 Euro, also ist dann Crunch Chips in der Luxusvariante, weil ich meine, Crunch Chips kriegt man wesentlich mehr fürs Geld, aber vielleicht täusche ich mich da ja auch. Und die Rohscheiben kosten übrigens 120 Gramm 1,99 Euro. Könnte also vielleicht ein günstiger Rohscheibenkandidat sein oder auch nicht. Und bevor wir weiter überlegen, mache ich die Tüte auf und wir werfen mal einen Blick in die Chips und gucken, sind die etwas dicker, sind die etwas dünner? Sie sind dicker. Boah. Sie sind dicker. Und haben einen tierisch geilen Biss und Crunch. Alter Falter. Hört mal. Man denkt sich immer so, und das war auch mein erster Gedanke, gesalzene Chips, wie langweilig ist das denn? Aber wenn die Kartoffel geil ist, ist es richtig geil. Und die Kartoffeln sind geil und der Crunch ist geil. Und ich hole euch mal dazu in der Großaufnahme und zeige euch, wie dick die Chips hier wirklich sind. So, ihr Lieben, herzlich willkommen in der Crunch Chips Rustics Tüte. So sehen die aus. Die haben noch so ein bisschen Kartoffelschale, also wirklich so richtig geiles, originales Chips-Feeling, als hätte man sie vielleicht auch selbst gemacht. So sieht die Tüte aus. Just sorted. Ich habe die, glaube ich, damals im Rewe mitgenommen. 1,39 wird empfohlen. Vielleicht gibt es die auch manchmal im Angebot. Sehen auch aus wie diese frischen Chips, die man manchmal auf der Kirmes kaufen kann, falls ihr die schon mal gesehen habt. Die sind ja auch so geil und lecker. Den Nährwert und Zutaten gibt es gleich nochmal am Schluss. Aber hier seht ihr schon, das ist halt wirklich nur Kartoffeln, Sonnenblumenöl und Salz. Braucht man noch eine salzige Chipsorte, wenn es doch die Rohscheiben gibt? Sie sind günstiger. Und sie sind geil. Und ich meine, sie sind wirklich noch ein bisschen crunchiger. Und ich liebe es. Klingt ein bisschen bekloppt, aber ich mag Chips-Tüten lieber etwas kleiner. Meine Lieblingsgröße sind wirklich so um die 80 Gramm und deswegen finde ich 110 Gramm echt ganz gut. So eine 200 Gramm-Tüte, wenn man da zu zweit sitzt, isst man automatisch vielleicht manchmal auch auf und das ist dann irgendwie zu viel. Und von der Portionsgröße her finde ich diese Chips-Tütengröße echt ideal. Die zu zweit gegessen und die Welt ist in Ordnung. Manchmal überfrisst man sich auch so schnell an Chips, weil die so geil sind, ja? Hier ist kein Glutamat drin, kein Hefeextrakt. Die isst man einfach, weil sie lecker sind und gut sind. Geschmacklich voll, volles Rohr, voll gut getroffen, finde ich richtig lecker. Kann ich echt nur 9 Punkte geben. Das sind richtig leckere, geile Kartoffelchips mit Salz. Nicht mehr und nicht weniger, aber sind geil. Also gibt es dafür geschmacklich 9 Punkte. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss.